Hallo Leute, willkommen zu Martins Doc, dem Kanal für Bode-Selberbauer. Ich wollte euch heute mal erklären, wie ich zur Auswahl für mein Boot gekommen bin. Mein Boot ist eine 12 Fuß lange Scam, ein Boot von einem amerikanischen Designer, John Welsford. Und ist jetzt nicht das üblichste Boot, das man hier jetzt erwarten würde. Wie kommt man denn auf so eine Auswahl? Gut. Ich habe versucht, mir über meine Anforderungen klar zu werden. Die wichtigste Frage ist, glaube ich, das Revier. Wo will ich denn fahren? In meinem Fall sind es Flüsse und Seen im Binnenland. Die ganzen größeren Gewässer, die Ostsee, sind alle zu weit weg, für mich kaum zu erreichen. Das heißt, die meiste Zeit werde ich auf Binnengewässern unterwegs sein und brauche deswegen ein kleines Boot, das flachgehend ist, einfach zu trailern ist. Auch mit dem normalen Familien-Pkw. Die nächste Frage ist, mit wem will ich fahren? Nun gut, ich fahre mit meiner Familie, mit meiner Frau, meinen Kindern. Vier Leute müssen also ohne Platzangst da einen halben Tag mal drauf fahren können, ohne dass es Ärger gibt. Ich baue also ein großes, bequemes Cockpit für vier Leute. Und das Boot soll dabei nicht zu rank sein, nicht zu sportlich, einen gewissen Schutz vermitteln, dass man mehr drin wie draufsetzt. Die nächste Frage ist, wo will ich das Boot bauen? Nun, bei mir in der Garage. Weil die Garage der einzige Ort ist, an dem ich schnell genug bin, um im Alltag nach der Arbeit noch an dem Boot was zu machen, um vorwärts zu kommen. Um es auch später zu warten, zu pflegen, instand zu halten. Wenn man da erst irgendwo hinfahren muss, hat man nochmal einen zusätzlichen Kostenfaktor, man hat immer einen zusätzlichen Zeitfaktor, das ist nicht schön. Die nächste Frage ist, wie viel Zeit und wie viel Geld kostet der Entwurf? Je größer das Boot und je raffinierter die ganze Geschichte ist, desto teurer wird der Spaß und desto länger dauert es, bis ich auf dem Wasser bin. Deswegen auch da wieder eher der Gedanke, ein kleineres Boot. Kommen wir zu dem Punkt, der das Thema kleines Boot ein bisschen konterkariert. Man hat natürlich gern so viel Komfort, wie irgendwie geht. Das erste Problem auf dem Wasser ist eine Toilette. Wenn man eine Weile unterwegs ist und die Blase drückt, ja, wo geht man da hin? Jetzt ist es so, dass auf Binnengewässern ein normales Pump-WC mit offenem Abfluss nach draußen eher schon mal nicht mehr zulässig ist. Das heißt, auf den meisten Gewässern kann man das vergessen. Wäre bestenfalls ein Porta-Potty eine Lösung oder eben zur Not ein Eimer. Die nächste Frage ist, möchte ich kochen können? Sage ich, ja, ich möchte kochen können. Also zumindest mal eine Tütensuppe oder Spaghetti oder ein Warmgetränk, das sollte schon möglich sein. Es muss aber keine feste Pantry sein, also keine Küche mit Schwenkherd, aber wenigstens ein Gaskocher, das muss drin sein. So ein kleiner Campingkartuschenkocher, mit dem man einfach irgendwas warm machen kann. Das ist schon was ich mir wünsche. Genauso möchte ich, dass man auf dem Boot zumindest allein mal übernachten kann. Wenigstens mit einer Kuchenbude, ähnlich wie das bei einer Wanderjole der Fall ist. Das heißt, es ist natürlich schön, wenn es ein Kajütboot ist, aber wenn es nur mit einer Kuchenbude oder mit einem Zelt, Baumzelt eben zu realisieren geht, ist das für mich auch in Ordnung. Zu guter Letzt die Frage, wie möchte ich mich denn fortbewegen, wenn man kein Wind da ist? Ruder, Elektromotor, Verbrenner? Ich weiß es noch nicht. Ich bin der Frage noch offen. Was mir ganz wichtig ist, ist ein bewährter Entwurf. Ich mag kein Versuchskaninchen sein für einen ganz tollen Entwurf, der vielleicht irgendwelche gravierenden Fehler hat und gar nicht richtig gut funktioniert. Ein bewährter Entwurf hat einen großen Vorteil. Ich weiß, das Boot funktioniert. Ich habe vielleicht ein Forum, wo ich mich mit Gleichgesinnten, mit Leuten, die das Ding schon gebaut haben, austauschen kann. Das ist ein unschlagbarer Vorteil. Wäre mir jetzt ganz wichtig, nicht der Erste oder der Zweite zu sein, der so ein Boot baut. Zeit und Geld ist ein Thema. Ein großes Boot ist natürlich meistens das Boot, das mehr Möglichkeiten bietet, das aber auf der anderen Seite auch teurer ist und deutlich mehr Bauzeit in Anspruch nimmt.
Und wenn man auch irgendwann mal wieder fahren möchte, dann ist das kleinere Boot an der Stelle vielleicht die bessere Wahl. Ich möchte euch anschließend mal ein paar Entwürfe vorstellen, die ich mir sehr genau angeguckt habe, die ich eigentlich in der Enge dann Auswahl hatte, und vielleicht kurz sagen, warum sie es letztendlich nicht geworden sind. Das erste Boot, das ich mir sehr genau angeschaut habe, weil ich es wunderschön finde, ist das Sharpie 600 von Thomasson. Ich habe es euch mal eingeblendet, ein 6 Meter langes Boot mit einer halbwegs brauchbaren Pantry, einer Toilette, so ein Porta-Potty, eine Schlafmöglichkeit, eine richtig schöne Doppelkoje, wunderschön, sehr stabil zu fahren, wird also in der Ostsee eingesetzt, wunderschönes Boot, aber leider sehr groß für meine Möglichkeiten, zu groß, zu lang. Geht man eine Nummer kleiner, bleiben modernere Entwürfe, zum Beispiel das Corsound 17 Mark III. Ein wunderschönes 17-Fuß-Boot mit einer sehr gut gelungenen Kajüte als Backstecker ausgeführt. Hat auch den Everglade Challenge gewonnen. Finde ich ein ganz tolles Ding. Auch da größenmäßig äußerst am Limit. So dass ich mich letztlich dazu entschieden habe, auch den Entwurf zu verwerfen. Die Adeli 14 ist ein Bootentwurf, ein französischer, der basiert an und für sich auf einem Design von Jusseka. Jusseka hat den Klenkes konstruiert und ein Franzose hat ihn gesehen und sehr schön gefunden. Den Klenkes habe ich mir auch mal angeguckt, aber die Adeli 14, die ist deutlich entfeinert. Das heißt, das Boot ist nicht so raffiniert gebaut, wie Klenkes das jetzt ist. Ist aber ein ganzes Stückchen kleiner und leichter nochmal. Und auf die Art und Weise wäre das auch ein Kandidat gewesen. Allerdings, über das Boot ist wenig Informationen zu finden. Letztendlich habe ich mich nicht getraut, weil ich zu wenig Informationen über die Adeli 14 gefunden habe. Bleiben noch zwei Kandidaten übrig. Der erste war der Entwurf ROG 15 von Bertrand. ROG ist das Akronym für River of Grass. Das ist eine Anspielung auf die Everglades, weil das Boot dafür konstruiert war, am Everglades Challenge teilzunehmen, was es auch erfolgreich getan hat. Das ist ein 15-Fuß-Boot, das ein ganz tolles Raumkonzept hat, hat eine Kajüte, wo man, ja gut, laut der Seite zu zweit, also ich denke realistisch eher allein drin schlafen kann, wo ein kleiner Kartentisch durch Umbau drinnen hergestellt werden kann. Also wenn man von der Schlafposition den Tisch nach oben zieht, dann wird aus dem Kojenboden ein Tisch. Da kann man sich hinsetzen, kochen, Karte lesen und wenn man runtersetzt, dann eben schlafen. Ein tolles Ding, kleine Yacht mit zwei Segeln. Das ist gleichzeitig der Nachteil. Der Besanmast sitzt mitten im Cockpit, so dass es schwierig ist, mit vier Personen drin zu fahren. Außerdem ist die Kabine für zwei Leute nicht wirklich geeignet. Also als Cruiser, sportlicher Cruiser für eine Person super. Zu zweit zum Daysailing mit eher sportlichem Touch auch super. Aber für mich jetzt als Familienboot hat es mir dann letztendlich doch nicht gefallen, obwohl ich den Entwurf per se sehr gelungen und sehr schön finde. Und es sicher auch ein sehr sportliches und gutes Boot ist. Gut, wo bin ich zuletzt geblieben? Ich habe mir die Scamp rausgesucht. Scamp, das ist das Akronym für Small Craft Advisor Magazine Project, war eine Zusammenarbeit zwischen dem Small Craft Advisor Magazine und dem neuseeländischen Konstrukteur John Welsford. Rausgekommen bei der Zusammenarbeit ist ein sehr fähiges Boot mit 11 Fuß und 11 Inch Länge, also satten 3,63 Meter Länge. Und was ich erstmal nach Nussschale anhört, ist aber doch ein sehr, sehr brauchbarer Entwurf geworden. Mittlerweile sind 460 Pläne verkauft. Es gibt ein recht reges Forum. Das heißt, das Boot ist hinreichend erprobt.
entsprechend populär. Es gibt sogar eine Firma, die ein GFK-Boot davon anfertigt. Ansonsten gibt es rein den Plan oder eben auch vorgefertigte Sperrholz-Bausätze, so dass man ein bisschen schneller zum Bauen kommt, als wenn man auch noch alles anzeichnet und selber ausschneiden muss. Gut, das gibt's auch in Europa. Das heißt also, das Smallcraft Advisor Magazine hat einen Partner in Europa, wo man den zugeschnittenen Bausatz beziehen kann, um Bauzeit zu sparen. Das Camp ist für ein kleines Schwertboot außergewöhnlich seefest. Wir reden immer von einem 12-Fuß-Boot, also das heißt, es gibt natürlich Schwertboote, die seefester sind, aber immerhin, das Boot verfügt über einen Wasserballast, wird sehr viel an der amerikanischen Ostküste und auf den großen Seen gefahren, hat erfolgreich mehrfach am Everglades Challenge teilgenommen und Howard Rice ist damit sogar durch die Magellanstraße gefahren. Das Camp ist das definitiv kleinste Segelboot, das jemals die Magellanstraße befahren hat. Das Design ist maximal kompakt durch den Brabensteven. Kommentar von einem Arbeitskollegen, der erfahren hat, dass ich ein Boot bauen möchte und sich das Ding mal angeguckt hat, sagt, boah, ist das hässlich. Ja, ist gewöhnungsbedürftig, aber das kompakte Design muss ja irgendwoher kommen. Der vordere Teil des Bootes ist per Definition eigentlich überflüssig. Man hat also ganz pragmatisch alles weggelassen, was zwar zur Länge beiträgt, aber nichts zum Nutzen. Und ich habe mich mittlerweile an das Knubbeldesign derart gewöhnt, dass ich gar nicht mehr anders haben wollte. Das Boot ist groß genug für 4 Leute im Daysailing. Das heißt, wenn nicht zu schweres Wetter ist, kann man mit der Familie locker zu viert da drin fahren. Das Cockpit ist 1,90 Meter lang und frei von irgendwelchen Störungen, weil das Schwert leicht außermittig ist. Das heißt, man sitzt praktisch auf dem Schwert. Das Schwert ist also Teil der Sitzverkleidung. Und dadurch hat man unglaublich viel Platz im Cockpit. Man kann damit auch ohne weiteres zu zweit längere Zeit fahren. Wer sehr genügsam mit Platz ist, kann sogar zu zweit mehrere Tage damit fahren. Ich sage jetzt mal, wahrscheinlich besser allein, aber grundsätzlich geht es. Also die Leute, die am Everglades Challenge teilgenommen haben, sind zu zweit mehrere Tage unterwegs gewesen. Mit einem Baumzelt gibt es sehr viele interessante Konstruktionen dazu. Eine habe ich mal eingeblendet. Was ist noch besonders an dem Wurf? Die bestechende Einfachheit. Dadurch, dass das Boot über so eine Halbkajüte verfügt, braucht man weder Wanten noch irgendwelche Stake, sondern man nimmt den Mast einfach und steckt den vorne in die Öffnung in der Kabine rein und hisst das Segel und kann losfahren. Ist also super einfach loszukommen, geht sehr schnell, wenn man mit dem Trailer ankommt, in Fahrt zu kommen. Ein absoluter Top-Punkt für mich. Dazu ist diese Halbkabine sehr gut geeignet, um Dinge ein bisschen wassergeschützt abzustellen, sich auch mal in Schatten zu setzen, wenn man das möchte, oder auch bei schwerem Wetter überkommendes Wasser vom Gepäck oder auch von sich selber abzuhalten. Das Boot hat als Ritten balanciertes Luckersegel, ist also sehr gut zu reffen, ist auch in den Kräften von der Schote her relativ stark reduziert, einfach zu handhaben, eine Hand an der Pinne, eine an der Schot, kein Vorschoder, keine Vorsegel, nix, also sehr, sehr gut einhand zu fahren. Der Entwurf baut auf Riemen, also ist gedacht, das Boot auch zu rudern. Man kann auch Motor dran fügen, aber eigentlich ist das Grunddesign eher puristisch. Vom gesamten Nutzen her ordnet sich das Boot irgendwo zwischen einem offenen Boot und einem Jollenkreuzer ein. Ist also für die Größe, die es bietet, mit einem hervorragenden Nutzwert ausgestattet. Und ich bin mal gespannt, welche Abenteuer ich damit haben werde. Oben drauf kommt, das Boot ist relativ sicher. Man hat einen 85 Kilo Wasserballast. Der ist stark genug, um das Boot nach einer Kenterung wieder aufzurichten. Zusätzlich hat der Wasserballast natürlich den Vorteil, dass man das Boot sehr leicht trailern kann. Das heißt, man reduziert für einen normalen PKW das Gewicht auf den Trailer erheblich. Ich habe nur ungefähr 220 Kilo mit dem aufgerüsteten Boot zu ziehen. Das ist super. Alles in allem war für mich das Camp, also das Boot der Wahl, sehr klein, sehr vielseitig. Wenn man den Foren Glauben schenkt, ein sehr guter Segler, natürlich nicht sehr schnell, einfach bedingt durch die Länge. Aber für mich genau das Richtige. Schaut euch meine anderen Videos an. Ich zeige euch, wie ich das Ding baue, wie ich es fahre. Ich zeige euch, wie ich den Mast gebaut habe. Das schwierigste Bauteil, denke ich. Und freue mich, wenn ihr mir ein Like gebt. Tschüss!